Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Town of Light. Ich bin wieder da. Ich habe ein bisschen pausiert. Das kriegt ihr natürlich nicht so mit, weil für euch geht es ja einfach den nächsten Tag weiter. Ich musste noch mal ein bisschen von neu anfangen, weil das ja nur automatisch abspeichert, das Spiel. Wir waren zuletzt stehen geblieben. Wir hatten die Puppe gefunden. Die Puppe haben wir in den Rollstuhl gesetzt. Wir sind ja in der Irrenanstalt. Und die Puppe braucht warmes Licht und wir sollen die chirurgische Abteilung finden. Und ich habe versucht, sie zu finden. Ich habe mir gedacht, ich laufe jetzt einfach und Chirurgia. Ich denke, das wird so sein. Hast du gesehen? Die Kälte lässt nach. Das Licht, die Wärme. Wir dürfen es tun, die Kälte lässt nach. Das ist nicht verboten. Jetzt können wir in die Abteilung, in der alles angefangen hat. Ja, und zwar, es geht ja darum, dass da, ich denke, sie hat mal in dieser Klinik halt, war da mal, ne? Und möchte da jetzt halt wieder zurück, seitdem die wohl still verlassen ist und so. Und ich blicke noch nicht so wirklich durch. Es ist kein Horrorspiel, obwohl ich ziemlich einen Schiss habe bei diesem Game. Aber es ist nur ein bisschen düster angehaucht und so ein bisschen auf die Psyche gehen. Wobei mir gerade einfällt, die Stimme von dem Mädel, von unserer Protagonistin, kommt mir so irre bekannt vor. Ich möchte meinen, ich bin mir nicht zu hundertprozentig sicher, ich werde es wahrscheinlich später im Abspann sehen, aber ich meine, ist das vielleicht die Pan, also die Pandoria? Oder Pandoria, ne? So heißt die eigentlich richtig, ne? Pan? Ich weiß, ist die das? Die Stimme kommt mir so ultra bekannt vor, so ein bisschen verstellt, ich weiß nicht. So, wir sollen jetzt in die alles angefangen hat. Sie hat jetzt hier das warme Licht. Hier sehen wir noch ein paar Sachen. Die ich eigentlich nicht gerne sehen möchte. Ja, es ist schon unheimlich, ne? Ich meine, die Frage ist ja, würde man selber in so eine verlassene Irrenanstalt reingehen? Nein, würde ich nicht. Was war das denn jetzt? Würde man da rein? Ich würde nicht reingehen wollen. Ich wäre gar nicht daran interessiert, sowas zu sehen, sowas zum. Nee, wäre ich nicht. So, in der alles angefangen hat. Ja, aber wo hat denn alles angefangen? Hier können wir noch nicht rein. Das müssen wir jetzt herausfinden. So, da haben wir die Puppe gefunden. Aber ich gehe trotzdem nochmal rein. Oh, wir können ein bisschen schneller laufen. Alles noch verschlossen. Verschlossen. Das bringt nichts. Okay, dann gehen wir jetzt da hinten mal lang. Ich glaube, hier war ich schon drin, ne? Ja, hier war ich schon. Ja, hier war ich schon drin. Oder war das in dem anderen Raum? Nee, hier war ich, glaube ich, hier. Das ist auch zu alt, also müssen wir wieder nach unten. Okay. Ja, warum möchte ich hier nicht... Ich möchte... Schon wieder. Dieses Geräusch. Ist das hier gerade nebelig? Bilde ich mir das nur ein oder ist das gerade sau nebelig hier drinne? Kann ich nicht hin. Was höre ich denn da? Okay. Creepy. Thank you.
Oh, mir wird übel. Oh, das geht ultra auf Ohren. Mir wird echt schlecht gerade. Ein bisschen, ich weiß nicht. Ich kann sowas nicht haben. Oh. Oh, die Ohren. Buah. Bis zum... ausgemacht habe, wurde es nicht dunkel. Es war etwas unbeschreiblich Großes, Grenzenloses, ein Licht, das erbarmungslos blendete. Ich war 16 und hatte Angst, immer Angst, eine Angst, die mich langsam kaputt gemacht hat. Ich brauchte Hilfe, aber ich konnte nicht sprechen. Alles machte mir Angst, auch das Denken. Sie haben mir gesagt, sie würden mich an einen Ort bringen, wo ich keine Angst mehr haben würde. Wo ich mich besser fühlen würde. Dort drin habe ich aufgehört zu leben. Sie haben mich weggeschleppt und mir alles, alles vom Leib gerissen. Ich habe versucht zu erklären, was in mir vorging. Sie haben mich tagelang ans Bett gefesselt. Ich war mit meinen Albträumen allein. Das war keine Angst mehr. Das war Wahnsinn. Und wenn du wahnsinnig bist, existierst du nicht mehr. Okay, das ist schon sehr krass hier. Huch! Sie ganz allein in dieser Hölle. Ich stürzte hinab in den Abgrund der Verdammten. Aber diese Frau und ihr Lächeln haben mich am Leben gehalten. Mhm. Okay. Oh nein, liegen wir jetzt wirklich in so einem Bett? Oh, es ist dunkel. Ach, du Kacke. Scheiße. Oh, es ist kein Horrorspiel. Immer dran denken. Ich bin ja sehr anfällig dafür. Ich wohne alleine, ne? Aber ich habe die ganze Zeit irgendwie immer das Gefühl, nach hinten gucken zu müssen. Ich habe schon überlegt, so einen Spiegel hier am Bildschirm ranzupacken. Aber es ist ja noch unheimlicher. Okay, wir sind hier in dem Raum. Mhm. Wir sind also mit 16 da eingeliefert worden, weil wir Angst hatten. Albträume, wir haben Schatten gesehen und dadurch wurden wir für wahnsinnig erklärt, aber uns wurde gar nicht geholfen, so wie allen anderen auch nicht, sondern wir wurden einfach in einen Raum eingesperrt und wurden eigentlich uns selbst überlassen und vielleicht ab und zu... Die Tür ist mit einem Schlüssel von außen abgesperrt. Was? Hier können die Türen nur von außen auf- und zugeschlossen werden. Und ja, und halt Experimente halt dran. Was? Wieso das denn? Wie sind wir denn hier reingekommen dann? Okay. Kein Horrorspiel, kein Horrorspiel, kein Horrorspiel. Oh no. Hier kann man nicht raus. Die einzigen, die rauskamen, waren die Toten. Oh, ich will das nicht mehr spielen, ey.
Ich weiß nicht, Horror hin und kein Horror her. Das ist irgendwie total creepy hier. Ich meine, ich kann es nachvollziehen, dass sie wirklich da zurück möchte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. In echt würde ich diesen Raum... Boah, nein, ich hab da... Och, was macht sie denn da? Die hab ich da nicht so zurückgelassen. Scheiße. Och, mir geht's nicht gut. Ich hab Gänsehaut bis... Oh, okay. Reiß dich zusammen. Ja, du Kacke. Oh, eingesperrt mit Irren. Wir sind selber irre. Also das ist irre. Es ist so, es gibt natürlich sind Leute... Irre ist vielleicht das falsche Wort. Die sind wahnsinnig, aber... Oh, was ist denn da mit der... Weiß ich nicht. Mit der Psyche irgendwie so... Ach, die Güte, nee. Ach, Jemini. Oh, der hat eine Puppe. Oh mein Gott, nein, jetzt sag mir nicht, die wurde von dem Pfleger vergewaltigt oder so. Ey, das ist ja abartig jetzt hier gerade. Warte, ist das nicht auf einer wahren Begebenheit, das Spiel? Oder? Ich weiß nicht. Nein, ist es nicht, ne? Hoffentlich. Wir sollen ihm folgen, er hat unsere Puppe, weil als wir eingeliefert und ausgezogen wurden, hing die Puppe nämlich an so einem Kleiderhaken. Oh Gott, das ist dieser dunkle Gang, wo ich mich gerade vorgefürchtet habe. Ist irgendwie, ich kann gerade gar nicht sagen, ob das ihr Herz oder mein Herz ist. Auf den Toiletten, oh nein. Ernsthaft? Nein. Natürlich in eine der Kabinen. In eine Wanne? Er hat gelacht, schwer geatmet, an mir rumgesabbert. Er hat mich angefasst und mir dabei wehgetan. Oh mein Gott. Ich hatte das Gefühl, mit einem lauten Krachen zu zerbrechen, in Stücke gerissen zu werden. Ich fühlte mich schwach, krank, falsch, schmutzig. Alles, was ich tun konnte, war Charlotte ganz fest zu umarmen, während er René gehorchte. Er war der Herr über das Reich des Lichtes. Das Böse, das ich begangen hatte, verschlang mich. Ich erbrach und fühlte, wie die Höllenquallen immer näher kamen. Mein Gott, diese Visiten. Sie sagten, es wäre etwas in mir, das sie herausholen wollten. Mein Gott. Oh mein Gott. Der hat die... Ah, nein. Das ist... Aber ohne Scheiß, man hört das immer wieder, ne? Das ist jetzt... Der hat die echt vergewaltigt und das ausgenutzt. Das ist so, ich denke mir mal so, was geht in dir vor? Warum macht man sowas? Das ist so... Da gibt's gar keinen Ausdruck für. Das ist einfach nur widerlich. Das ist mehr als widerlich. Ich weiß nicht, das ist so... Warum? Warum muss man sowas machen? Warum? Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Vergewaltigung finde ich schlimmer als Mord. Weil die Person ja damit ein ganzes Leben lang leben muss, ne? Oh, und dann ist die auch noch schwanger geworden davor. Es ist schon wieder hell. Mein Gott, wie viele Tage sind wir denn schon hier drin? Ist jetzt der zweite Tag, ne? Mal ein bisschen Luft hier rein. Oh, dann hat die noch ein Kind gekriegt von dem. Und das haben die rausgeholt. Sie hat das Kind wahrscheinlich nie gesehen. Gehe ich mal ganz schwer von aus. Hier ist nichts. Oh, nein. Oh mein Gott. Okay, hier kann ich nicht raus.
Es sah gerade aus, als wenn da hinten einer stehen würde. Hier sind die Betten. Das wird... Okay. Wurde ja immer unterteilt zwischen Frauen und Männer. Hier ist noch ein Zettelchen, glaube ich. Werter Herr Direktor, mit diesem Schreiben möchte ich Ihre geschätzte Aufmerksamkeit auf Frau Irene K. lenken, die am vergangenen 12. April in ihre Anstalt aufgenommen wurde. Ich bin davon überzeugt, dass Sie dieser unglückseligen Frau unserer geliebten Freundin Ihre besonderen Aufmerksamkeit widmen werden. Bitte sorgen Sie dafür, dass jegliche Ihrer Bedürfnisse erfüllt werden. Die Familie wird für sämtliche Ausgaben aufkommen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Attilo D., der persönlich vorbeikommen wird, hochachtungsvoll Kardinal G. Kardinal? Ist eine Nonne hier reingekommen? Hier haben die dann sich aufgehalten. Also es war sowas wie der Aufenthaltsraum oder Essensraum, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Da waren die Toiletten, logisch. Also logisch, so logisch ist das jetzt nicht, aber... Ich gehe ja jetzt auch immer, ich gucke halt in den Zimmern rein, weil vielleicht finde ich ja hier doch noch so ein Zettelchen, Fotos. Zusammenfassung, da gucken wir später mal. Die sind alle abgeschlossen. Der nicht. Der auch nicht. Der ist, geht nicht auf. Okay. Hier haben wir noch einen Brief. Sehr geehrter Herr Direktor, ich arbeite nun schon 5 Jahre in dieser Anstalt. Ich bin ein einfacher Mensch, habe nichts studiert und ich schäme mich, weil ich Ihnen schreibe. Ich versuche immer, nach vorn zu blicken. Manchmal ist das, was zu tun ist, nicht leicht, aber es muss getan werden. Das verstehe und akzeptiere ich. Wir haben keine andere Wahl. Ich schreibe Ihnen aber trotzdem, denn da ist etwas, was nicht länger hinzunehmen ist. Ich habe Kenntnis davon, dass einer von uns, den Patientinnen besonders, den ganz Jungen und Verwirrten, zu viel Aufmerksamkeit widmet. Da dieses Verhalten so gravierend ist, habe ich entschlossen, Ihnen zu schreiben. Ich bin überzeugt, dass sie empört reagieren und Maßnahmen treffen werden. Hochachtungsvoll. Er hat sich einer beschwert, schon mal. Also einer hat das definitiv mitgekriegt und hat sich beschwert. Mal nach Hund gucken, mal nach da gucken. Alarmanlage ist an, alles gut, alles klar, alles fein. Ja, mal, was willst du sonst machen? Du kannst jetzt versuchen, die Person direkt drauf anzusprechen. Aber wenn die nicht, das wird nicht viel bringen. Wenn natürlich der Direktor nichts macht, dann kann man da kann das natürlich alles viel weitergehen. Das ist, glaube ich, der Wäscheraum. Dann kann man das natürlich weiter anzeigen und alles. Ich glaube, hier bin ich rausgekommen. Das ist auch so ein Aufbewahrungsraum. Sie war während dieser schlimmen Visiten bei René. Sie gab ihr die Kraft, alles zu ertragen. Charlotte. Die Puppe wahrscheinlich wieder. Weil René sind ja wir, glaube ich. Ich denke, wir sind René. Sie spricht von sich in der dritten Person. Glaube ich. Weil die Puppe ist ja jetzt schon wieder weg. Hier war ich drinne. Geh mal wieder da rein. Toiletten nochmal. Hier war ich auch schon. Das ist wieder zugegangen. Den Film habe ich auch geguckt. Hier hat es grün geleuchtet. Okay. Ich kann hier nicht rein. Achso, jetzt taucht da das Schloss auf. Müssen wir jetzt wieder nach oben? Haben wir uns das vielleicht nur eingebildet, dass die Puppe da unten saß? Ist die vielleicht jetzt immer noch in dem Operationsding? Da könnte sein.
War ich hier schon drin? Ich dachte, da steht einer. Hab ich gerade einen Herzinfarkt erlitten, ey. Das ist der, ja. Der Stuhl, den die Frauen so sehr lieben. »21.08.1938. Vertraulich. Lieber A., ich weiß, was du über diese Dinge denkst, und daher mache ich dich auf die Patientin René T. aufmerksam. Auf dieses arme Mädchen wurde nicht genügend aufgepasst, und da ist das Malheur im Park passiert. Sie ist fast am Ende des dritten Monats. Die Krankenschwestern müssten besser Acht geben. Ich werde das Mädchen am 28. untersuchen. Ich kümmere mich drum, keine Sorge. Wir wollen es ja nicht schlimmer machen, als es ohnehin schon ist.« »Dann sagten sie, dass René verrückt sei. Dass die Krankheit nur in ihrem Kopf wäre. Mhm. Pass auf, Mädchen, pass auf.« Ich hatte Angst und sprach mit niemandem über die Krankheit. Nur mit ihr. Nicht einmal mit dem anderen Arzt. Er berührte René nie, er schrieb nur. »Du kannst mir alles sagen, hab keine Angst«, sagte er. »Alles wird gut.« »Möchtest du wissen, was ich schreibe? Ich schreibe, was ich von dir sehe. Alles, was ich sehe.« Er hasste René nicht, hat immer versucht, ihr zu helfen. Aber er hatte sie nur selten untersucht in diesen kleinen Räumen. Ja. Also, wir sind definitiv René und Sigurd spricht von sich in der dritten Person. Und diejenige, die immer bei ihr war, war Charlotte oder Charlotte, die Puppe. Die hat sie ja schon bei ihrer Einlieferung dabei gehabt. 16 Jahre alt, wurde von einem Pfleger vergewaltigt, hat ein Kind in sich gehabt und die haben das Kind wohl halt entfernt. Ich weiß nicht, ob sie, sie kümmert sich drum. Dann haben sie es anscheinend abgetrieben. Und ihr gesagt, nee, das ist eigentlich gar nicht passiert. Also haben sie belogen und ihr gesagt, das würde hätte nur in ihrem Kopf stattgefunden und so. Ja. So eben. Charlotte sitzt immer noch hier. Okay, wir müssen nicht zur Puppe. Der Arzt hat sie nie angefasst, der neue Arzt. Er hat nur geschrieben. Hier ist nichts. Bei der Puppe kann ich aber auch nichts machen, habe ich gerade fest. Ich gucke nochmal, bevor ich jetzt runtergehe und dann... Nee. Okay. Vielleicht müssen wir hier irgendwo hin. Aha, jetzt ist doch hier eine Tür auf. Der kleine Raum. Aufnahme, Personendaten, Wohltätigkeit, Stiftung, Nervenschalt, Gegen, Vor- und Nachname, Damiana, Saverio, Vater Gino, Mutter, Familienstand, Ehepartner, Anzahl der Kinder, bla bla bla. Bitte euch erheben, Exzellenz, Zuratungsvoll, jegliche Informationen. Könnt ihr selber lesen. Juni 1935. Hm. Viel Theorie und Kliniken für privilegierte Menschen. Das hat jetzt ein Ende. Es ist endlich der Zeitpunkt zum Handeln gekommen. Volterra ist der geeignete Ort für eine moderne Heilanstalt, in dem Ärzte, die etwas verändern wollen, die richtige Umgebung finden. 20. November 1935. Der Schritt über die Schwelle in diese Nervenheilanstalt war wie das Betreten einer anderen Welt. Eine Welt aus Gerüchen, Geräuschen und Bildern, die sich jenseits der Vorstellungskraft befinden, die sich kaum beschreiben und erklären lassen. August 1936. Hier ist es wie in vielen anderen Anstalten auch. Die Abteilung ist übervoll, hunderte von Geisteskranken werden von einer Handvoll Krankenschwestern überwacht. Sie sind gezwungen, die Patienten, die am unruhigsten sind, ans Bett oder an die Heizkörper zu fesseln.
Sie arbeiten rund um die Uhr. Das ist doch unmöglich, so zu arbeiten. Wir, die Ärzte, sehen die Patienten selten. Die Krankenschwestern erstatten uns Bericht über das Befinden der Frauen. 1937. Der beißende Gestank in den Abteilungen, das Stimmgewirr und ständige Schreien, das fast nichts mehr Menschliches an sich hat. Nackte und dreckige Körper, die keine Würde mehr haben. Das Irrenhaus hüllt einen aus, zehrt innerlich auf. Ich denke oft daran, wegzugehen. Ich fühle mich unnütz, machtlos, wie eine Art Gefängniswärter, der Mitgefühl hat, dass niemand etwas nutzt, nur mir, um mein Gewissen reinzuwaschen. 15. März 1938. Jeden Tag spielt sich vor mir etwas Dramatisches ab. Ich versuche, Abstand zu wahren. Ich tue das Wenige, was ich imstande bin, zu tun. Vor einigen Tagen ist jedoch ein Mädchen eingeliefert worden. Ihren Blick habe ich nie vergessen können. Nur durch ihr Schweigen hat sie würdig die Bitte ausgedrückt, nicht aus ihrer Welt gerissen zu werden. Und ich? Ich könnte ihr Vater sein. Der Vater, den sie nie gehabt hat, der sie nicht gewollt und der sie zurückgewiesen hat, ohne sie zu kennen. Ich habe sie auch zurückgewiesen, habe ihre Bitte abgelehnt, war nicht in der Lage, etwas anderes zu tun, als zu unterschreiben und sie dadurch in die Hölle. Sie ist eine Gefahr für sich und die anderen. Sie ist ein öffentliches Ärgernis. Das stand auf dem von der Polizei ausgefüllten Blatt. Dem zu widersprechen wäre schwierig gewesen. Wie viel Gewalt wird diesem Mädchen noch angetan werden? Ihr Blick ist so tiefgründig, so weit entfernt, unbeschwert zu sein, was sie in ihrem Alter eigentlich sein sollte. Ich habe in meiner Einsamkeit im Bett geweint, als ich an diese traurigen Augen und den verängstigten Blick denken musste. Übrigens, falls ihr irgendetwas sehr laut hecheln hört oder mal rülpsen, das ist mein Hund. Nur mal so, ich wollte das jetzt mal auflockern. Ja. Wo müssen wir jetzt hin? Aha, das Büro von ihm. Das Geräusch kommt immer, wenn eine Erinnerung nahe ist. Ich hab's verstanden. René, unsere Patientenakte. 12. März 1938. René T., 16 Jahre. Menarche mit 12 Jahren. Hausfrau. Vater unbekannt. Mutter Schneiderin. Dr. B. Seit gestern früh in Beobachtung. Aus Pontedera kommt, begleitet von einem Polizeibeamten. Mit Anordnung des Untersuchungsrichters vom Gericht in Pisa, dass sie sich bei mir einem psychiatrischen Gutachten unterziehen soll, welches ich durchführte. Ärztliche Bestätigung. Geisteskrankheit mit früheren Prodromen. Leidet seit einem Jahr an depressiven Syndrom mit der Vorstellung, an Tuberkulose erkrankt zu sein. Unterernährt. Das dürfen wir nicht lesen. Das ist verboten. Wenn sie uns entdecken, kriegen wir großen Ärger. Es steht etwas über René drin, über dich. Wir müssen es auf jeden Fall lesen. Wer sind wir denn, hä? Habe keine Angst, es wird dir nichts passieren. Richtig, wir werden es nicht lesen. Habe keine Angst, es wird dir nichts passieren. Wir müssen Amara suchen. Schnell, wir müssen den Erinnerungen folgen. Wir lassen nicht zu, dass sie sich im Nichts auflösen. Lies weiter. Hat Angst, hört Geräusche, hört Geister. Gravierende Psychose mit Angstzuständen. Halluzination. Wirkt verängstigt, verloren, leidender Gesichtsausdruck, fragender, angstvoller Blick, desorientiert. Fühlt sich verwirrt, hört im Kopf Schreie, versteht nicht gut. Fühlt sich seit 2 bis 3 Monaten nicht gut. Auf die Fragen antwortet sie: Meine Mutter will mir Schlechtes. Sie macht mir immer Angst. Sie verfolgt mich. Warum sind Sie hier? Ich hatte Streit mit meiner Mutter.
Dann ist mir aus Furcht und Angst schwindelig geworden. Es war eine Frau da, die mich zur Prostitution zwingen wollte. Sie wollten mich zum Scheiterhaufen bringen. Die Kinder haben hinter vorgehaltener Hand geflüstert. Sie haben mich mit meinem Namen gerufen. 16. März. Heute Nacht hat sie nicht geschlafen. Sie wollten sie zum Scheiterhaufen führen. 4. April. Verlegt in die Abteilung für ruhige Geisteskranke. Weiterhin in Behandlung bei mir. Ja, das stimmt. Es ist die Abteilung, in der Amara war. Das Feuer, ja. Die Kinder wollten René verbrennen. Sie sollte bezahlen für das, was sie getan hat. Wie die Hexen. Zum Scheiterhaufen. Was das, was dir Angst gemacht hat? Das war alles nur Einbildung. Was hast du getan, um die Strafe zu verdienen? 21. April. Heute ist sie wacher und beantwortet die Fragen. Sie klagt über Kopfschmerzen. Sie zeigt Gefühle, als sie erfährt, dass die Mutter da war. Sie erzählt, sie habe vor 8 Jahren zusammen mit einer Freundin einen Mann getroffen, der sie aufgefordert habe, ins Auto zu steigen, um mit ihnen eine kleine Tour zu machen. Dort habe man sie überredet zu rauchen, habe sie Likör trinken lassen, ihr Dinge gezeigt und versucht, ihr weh zu tun. Sie sei fast verrückt geworden. Sie behauptet, er habe versprochen, sie zu heiraten und sie gebeten, es geheim zu halten. Diese Fakten werden im Großen und Ganzen von der Mutter bestätigt. Danach wurde sie rechthaberisch, aggressiv, überempfindlich, feindselig gegenüber den Verwandten, insbesondere gegenüber der Mutter. Sie begann, sich in der Öffentlichkeit zu entkleiden. Ganz plötzliches Lachen, dann wieder weinen. Sagt merkwürdige Dinge, masturbiert. Ich erinnere mich nicht an diese Dinge. Aber dennoch dieses Schuldgefühl. Der Scheiterhaufen. Ich weiß, dass ich verdient habe, für diese Schuld zu bezahlen. Aber das wusste ich auch damals. Also es wird sich aufklären. Du hast, das hast du verdient, weil du versucht hast, es vor dir selbst zu verbergen. Suchen wir den Rest der Krankenakte, um mehr zu verstehen. Sie lässt sich nur ungern untersuchen, möchte nicht ausgezogen werden, verhält sich steif, zeigt freiwillig fast keine Aufmerksamkeit. Wahrscheinlich Halluzination. 25. April. Ideenverwirrung. Führung einer spontanen Unterhaltung unmöglich. Alle Reflexe normal. Reaktive Pupillen. Wenn wir Amara finden, dann finden wir die ganze Krankenakte. Lies weiter. Okay, ich muss jetzt eh Schluss machen. Ja, tschüssi, bis zum nächsten Mal.